Ich soll jetzt ein bisschen pöbeln. Gucken, ob er das aushält. Ich habe schon mal eine Folge über Kampfhunde gedreht und dabei gelernt, dass man die eigentlich lieber Listenhunde nennen soll, weil das Wort Kampfhund so einen Hund natürlich schon irgendwie vorverurteilt. Ich bin heute hier bei einer Vereinigung, die nennt sich Höllenhunde und das freiwillig. Hier werden Hunde aufgenommen, die auf jeden Fall schon mal jemanden oder ein anderes Tier verletzt haben. Und ich gucke mir heute an, wie die hier rehabilitiert werden und ob das überhaupt möglich ist. Ich nehme eure Fragen mit. Willkommen zu Follow Me Reports. Ich treffe jetzt Vanessa. Die hat hier über 60 auffällige Hunde, die sie hier betreut. Sie selber wurde auch schon mehrfach gebissen von ihren Hunden hier. Ich hoffe, ich komme hier heute ohne Verletzungen raus. Guten Morgen, Vanessa. Morgen. Oh Gott, ich sehe schon, da hinten sind schon einige draußen. Nur Hunde, alles voller Hunde. Das ist eine unserer großen Gruppen, die haben eben gefrühstückt. Und weil das Wetter heute so schön ist, wollen sie jetzt natürlich alle wieder rein. Sind hier irgendwelche Hunde nett und lieb und andere gefährlich? Oder wie, was ist so die... Also grundsätzlich musst du davon ausgehen, die sind alle hier gelandet, weil sie mal irgendwo zugebissen haben. Was muss ich denn beachten? Die Hunde nicht streicheln, nicht anfassen, nicht angucken, nicht ansprechen. Dann kommst du ja eigentlich ganz gut durch. Ja gut, was machen wir? Ja, was wir jetzt noch machen müssen, ist auf der anderen Seite haben wir nochmal eine Gruppe. Die möchte gerne raus zum Frühstück. Und vorher müssen wir noch die sogenannten Brecher rausbringen. Das sind Hunde, die nicht verträglich sind mit anderen Hunden oder eben zu gefährlich sind, um in der Gruppe zu laufen, weil sie eben uns attackieren würden, wenn wir in die Gruppe reingehen. Die müssen jetzt raus in ihre Zwinger und Ausläufe. Da kannst du uns gerne helfen, wenn du möchtest. Bei den ganz gefährlich. Ja, natürlich bei den ganz gefährlich. Fangen wir direkt wieder an. Finde ich gut. Ja. Kriege ich Schutzkleidung? Nein. Das ist jetzt so eine Mischung aus Barf und wir haben im Moment so viele Trockenfutterspenden, sodass wir ein bisschen Trockenfutter mit runter gemischt haben. Das ist jetzt Rindfleisch. Die kriegen nicht nur das gewölfte Fleisch, die kriegen hier auch Knochen, die kriegen mal frischen Pansen, Sachen, die sie mal selber zerteilen dürfen, wo sie mal richtig reinbeißen und kaputt machen können. Was für die Hunde ja auf psychologischen Effekt hat, ne? Sich ihr Futter zu erarbeiten und das selber zu zerteilen. Die sogenannten Brecher sitzen da hinter dieser Tür. Da könnt ihr leider allerdings nicht mit rein, weil das für die Hunde zu stressig ist. Ne? Die sitzen da relativ eng und es könnte halt sein, dass sie sich dann anfangen, euch einzubringen und anfangen zu attackieren. Das heißt, was ich machen werde, ich werde jetzt gleich einen Hund rausholen an der Leine, mit Maulkorb gesichert, den übergebe ich dir. Und dann würde euch Swantje zum nächsten Zwinger führen. Man hat schon so eine Grundanspannung, weil es ist irgendwie die ganze Zeit gebellt und der Geruch ist auch, also sehr wahrnehmbarer Geruch. Das ist der Alex. Großer, hallo Alex. Ja, den nimm dir mal mit. Dann nimmst du dir mal das Futter in die Hand. Wichtig ist, dass du den Maulkorb gleich wieder abziehst. Ich zieh den ab. Richtig. Ich zieh den Maulkorb gleich ab. Ja. Das hast du mir vorher nicht gesagt. Du sagst ihm Sitz und dann machst du den Maulkorb ab und dann stellst du ihm das Futter hin. Ich muss das jetzt auch schon nehmen. Ja, natürlich. Okay, du musst heute mitarbeiten. Einmal in die Richtung. So, möchtest du da rein, Alex? Komm mal da rein. Führ ihn mal rein. Komm. Jetzt sagst du ihm Sitz. Sitz. Hallo? Alex, Sitz. Also er nimmt das halt jetzt nicht so ernst. Sagt mir, ja, das warum verstehe ich. Ich würde mich auch nicht so ernst nehmen. Ist ja alles witzig. Ne, das heißt, ich würde dir jetzt mal helfen, in dem Sinne, ne, dass ich ihn dir festhalte. Du machst den Maulkorb ab. Okay. Ich habe jetzt bewusst ein Modell gewählt, weil es nicht so gravierend ist. Ne? Wen hat er denn so gebissen? Also, er wurde an eine Dame vermittelt mit zwei Hunden und galt in Ungarn als verträglich mit Hunden. Das Problem war aber, er ist nicht verträglich mit Hunden. Er ist jetzt halt aufs Futter fixiert, das heißt, er würde euch jetzt nichts tun. Oh, schlimm, ne? Komm mal her. Das nächste, was wir natürlich auch jeden Morgen machen müssen, wo wir dir auch noch drei Zwinger aufgehoben haben, ist Zwinger sauber machen. Sehr schön. Das ist nicht ganz so gefährlich. Nicht ganz so gefährlich. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen und zu sagen, so, das ist mein Leben den ganzen Tag? Also es gibt halt in Deutschland mittlerweile Notstand. Es gibt zu viele auffällige Hunde und zu wenig Leute, die sie irgendwie begleiten wollen. Und ja, wenn wir uns nicht irgendwie an den Sitten aus dem Ausland orientieren wollen und die Hunde einschläfern, dann muss sich ja einer drum kümmern. Und das machen wir jetzt halt hier eben. Das heißt, wenn es dich nicht gäbe, wären all diese Hunde tot? Von all den Hunden, die hier sitzen, könnte man sagen, wären bestimmt 80% tot. Sagst du, dass jeder Hund quasi das heißt, therapierbar, heilbar sozusagen? Na, grundsätzlich muss man immer gucken, wie schlimm es ist. Wir haben auch Hunde hier, die hochgradig traumatisiert sind. Und da ist es sicherlich so, dass wir die Hunde gut handeln können und dass wir auch wirklich gut mit denen auskommen.
Die weitere Frage wäre aber dann, wie sieht's aus, wenn man den Hund wieder in eine Welt entlässt, wo sich nicht jeder, sag ich mal, behaupten kann oder sich adäquat verhält. Aber es gibt auch Hunde, wo ihr sagt, so nachdem die auffällig waren und ihr habt sie trainiert, dürfen sie wieder zu irgendeiner Familie. Ja, oder? Natürlich. Mache ich einen guten Pflegejob. Naja, also normalerweise dauert das Zwingerreinigen so um die 3 Minuten. Ich will jetzt nicht andeuten, dass du langsam bist, aber du bist langsam. Was ist jetzt die Geschichte von dem anderen Hund, der da gerade gekommen ist? Brösel ist eine Bordeaux-Dogge, gemixt mit einem Staff. Der ist mit fremden Menschen nicht besonders nett, leider Gottes, und hat auch sowas wie ein fehlgeleitetes Beutefangverhalten. Das heißt also, wenn man jetzt als Besitzer oder Halter neben ihm hinfällt, kann es durchaus passieren, dass der einen attackiert. Das ist aber hier bei dem matschigen Boden, ich bin hier schon ein paar Mal gerutscht. Also der ist jetzt gerade auch ohne Maulkorb an der Leine, also das ist ja schon auch ein bisschen riskanter. Ne? Für solche Hunde ist es praktisch, wenn man keinen rutschigen Boden hat. Ne? Das heißt aber in der Konsequenz, dass wir hier pflastern müssen und das muss halt auch irgendwie bezahlt werden. Aber das macht ihr dann über Spenden oder wer finanziert das? Das machen wir über Spenden. Ich gebe mittlerweile Seminare und es ist so, alles was ich, also ich bin hier angestellt als Geschäftsführer, alles was ich erarbeite nebenher, also durch Hundeschule, Hundepension und eben die Seminare geht natürlich auch aufs Konto der Hellhound Foundation. Wovon lebst du dann? Also machst du das wirklich komplett? Ich krieg kein kleines Gehalt. Ne? Aber wahrscheinlich auch nicht viel. Nö. Also. Brauche ich aber auch nicht. Wir haben ja schon mal über Listenhunden auch eine Reportage gedreht und ich habe mehrmals das Wort Kampfhund gesagt und bin dafür, also, weil ich es einfach nicht wusste, ich bin einfach in der so umgangssprachlich sozusagen, finde ich, ist der Begriff, ist ja auch sehr etabliert, auf den Sack bekommen, weil das ja den Hund so ein bisschen vorverurteilt, was ich auch verstehe. Ihr nennt die Hunde aber selber Höllenhunde. Genau. Also, warum? Einfach eher, weil man es nicht so stigmatisieren kann. So ein Höllenhund kann ein Hund sein, der sich aufführt, als käme er gerade aus der Hölle. Ne, so einen sehen wir nachher noch. Oder aber ein Hund, der vielleicht durch die Hölle gegangen ist und eben deswegen dieses Verhalten entwickelt hat. Ich würde jetzt noch die etwas schwierigeren Hunde raussetzen. Da kannst du leider nicht mitmachen. Das ist okay. Ein bisschen gefährlicher. Also das sind Hunde, die bei Fremden sehr allergisch reagieren. Das heißt, ich würde euch bitten, so ein bisschen am Rand zu stehen. Sollte sich der Hund losreißen, wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber sollte er sich wirklich losreißen, geht bitte hier in diesen Zwinger rein und macht die Tür zu. Okay. Ne? Aber das heißt auch, wir rennen dann dahin und das ist auch, rennen ist doch eigentlich nicht gut, einfach, oder? Ja, so schnell wie ihr könnt in diesen Zwinger rein. Ich glaube, Teile des Teams wollen sich jetzt schon in den Zwinger begeben von Anfang an. Ich nicht. Oh, der wird aber richtig gezogen hier. Wir halt die Gruppe rauslassen gleich und hier füttern. Okay. Dann müsst ihr halt dann gehen. Dann müssen wir weg. Was würde denn passieren, wenn wir jetzt hier drin bleiben? Nee, wenn jetzt hier plötzlich 4 Fremde stehen mit Kamera, könnte halt sein, dass sie sagen, scheiß auf das Futter. Wir hauen erstmal die Eindringlinge platt und dann. Wie viele Hunde sind jetzt hier aktuell insgesamt? Ah, hier in der Gruppe, die ist recht klein, das sind 14. Aber also insgesamt auf dem Gelände? Auf dem Gelände? Mit Pension im Moment 87. Kein Hund ist ja von Geburt an so, oder? Also ein paar, muss man sagen, sind genetisch einfach so. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel diesen kläffenden Herdenschutzhund da am Zaun. Die hält Wache und die mag keine Fremden. Und das ist da schon von Geburt an drin. Ne? Jetzt haben wir aber zum Beispiel den Schäferhund da. Der hat seinem Halter beim Schuhbinden in den Kopf gebissen. Das ist nicht adäquat. Und das ist auch nicht von Geburt an drin. Da gibt es irgendein Problem. Ne? Also würdet ihr theoretisch auch einen Hund aufnehmen, der jemanden getötet hat? Wenn die Öffentlichkeit damit einverstanden wäre, unser Veterinäramt wüsste, wie man den Hund hier, mit welchen Auflagen er belegt wird und so weiter und so fort. Die Diskussion hatten wir ja mit Chico aus Hannover. Dann würde ich so einen Hund hier auch aufnehmen. Aber ich denke immer, dass es den Leuten irgendwie obliegt, da zu entscheiden, was passieren soll und was nicht, die mit diesem Hund irgendwie was zu tun haben. Ne? So, jetzt geht's ans Eingemachte. Ne? Die Hunde sind soweit versorgt. Wir müssen jetzt natürlich trainieren, ne? Damit wir die Hunde wieder vermittelbar kriegen. Wir würden anfangen mit Tyson. Ich finde es ganz gut, dass du heute da bist, weil wir fremde Menschen brauchen, um die Hunde auszulösen, um zu überprüfen, wie weit die sind. Auszulösen? Ja. Ich werde ihn mit Maulkorb absichern. Er trägt Schuhe, damit er dir nicht die Klamotten kaputt reißt. Und er wird wahrscheinlich an dir hochgehen. Wichtig ist, wenn Tyson angeflogen kommt und auf dich losgeht, keine lauten Schreie oder irgendwas absetzen, bitte auch nicht nach ihm hauen oder so, sondern wenn du kannst und dich traust, gehst du hin und fängst an, ihn zu streicheln.
Okay, wow. Wir versuchen nämlich gerade die Ausbildung, die er hat, kaputt zu machen. Ne? Und er erwartet, dass er auf diese Attacke hin eine Gegenwehr kriegt. Okay. Und wir brechen diese Erwartungshaltung halt kaputt und gehen her kuscheln ihn. Schon eine schöne Maulkorbsammlung hier. Ne? Du brauchst für jedes Training unterschiedliche Typen. Ne? Du hast ja einmal die Stoßkörbe, die sind halt nochmal für die Hunde gesichert, ne? So kriegt Tyson gleich an, dass wenn der da reinstößt mit der Schnauze, dass er sich hier unten das Kinn und alles aufreißt. Dann haben wir hier zum Beispiel den großen Chopo, das sind halt Maulkörbe, wo die Hunde den kompletten Fang aufmachen können. Die ziehen wir hauptsächlich Hunden an, die mit Artgenossen nicht verträglich sind und die lernen müssen. Die haben den psychologischen Effekt, dass der Hund denkt, er kann sich trotzdem noch verteidigen, weil das ganze Maul aufgeht. Das ist für ganz kleine Hunde. Das ist für die auffälligen Chihuahuas. Haben wir auch hier. Ne? Und ich habe jetzt gerade noch so einen Einsatzmaulkorb mir hier angeguckt, der ist eigentlich von der Polizei. Die tragen die Hunde auf Demos und so weiter, weil die halt auch relativ gut stoßfest und da habe ich jetzt gerade überlegt, ob ich Tyson damit vielleicht gleich absichere, wenn er auf dich losgeht. Wenn das hört sich, ist das ein Wenn-Ob oder ein Wenn-Sobald? Nein, er wird das tun. Der wird das definitiv tun und auf dich losgehen. Und ich überlege jetzt gerade, weil der da, der tut nicht so weh. Mir oder dem Hund? Dir. Wenn der dir mit dem Maulkorb da irgendwo hinhaut, okay, das tut halt weh. Dann doch lieber gerne und hiermit ist das halt nicht ganz so schlimm. Die haben mir beide wehgetan. Es geht jetzt darum, wir wollen versuchen für Tyson das Training, was er gelernt hat, wo wir ja eh nichts mit anfangen können im Moment, weil wir nicht wissen, welche Kommandos er gelernt hat, welche nicht, wollen wir kaputt machen. Das heißt, er darf einfach nicht mehr, also seine Erwartungshaltung dürfen nicht mehr erfüllt werden. Ja. Wichtig ist, im Angriff versucht die Hände zu Fäusten zu ballen. Ganz einfach, weil Tyson einen Maulkorb trägt und mit da trotzdem rein ein Verletzungsrisiko sein könnte. Sobald du merkst, okay, er steht relativ sicher und fest an dir, kannst du mal versuchen, ihn zu streicheln und ihn mit der anderen Hand, ganz wichtig, mit der flachen Hand die Leckerchen hinzuhalten. Guck, was passiert. Da hinten steht jetzt auch noch manche, die im Zweifel losrennen für den Fall, dass irgendwas schief geht und er mich zu sehr attackiert, dass er dann abgelenkt ist von ihr und dann ihr hinterherläuft. Ja? Okay, cool. Sehr gut. Cool. Ich soll jetzt ein bisschen pöbeln. Gucken wir, wer das aushält. Okay, hey. Ja, nicht so auf ihn, nicht auf ihn einreden, genau. Super, Tyson. Er hat mich wirklich nur so leicht umarmt und mich ein bisschen angeknurrt, also ist okay. Ja, vorher war es halt, ich sag mal so, der hat 3 Minuten lang kein Ende gefunden, ist an einem hochgesprungen, immer wieder rein, immer wieder rein. Mittlerweile, ne, man merkt halt, der macht es zwar noch, weil es gelernt ist, aber er flacht schon ab und sagt dann irgendwie, ach nee, komm, das hat keinen Wert. Und macht dann eigene Dinge, was ich ziemlich cool finde. Dann mache ich als nächstes Stitchy. Der kam sehr jung in die Einrichtung, da war er gerade 9 Monate alt, hat seine Besitzerin im Garten schwer attackiert und in die Hände, ins Gesicht, in die Beine überall reingebissen. Oh wow, okay. Ist er jetzt noch auffällig oder so? Ja, in der Tat, im Wesenstest ist eine Situation, wo er mit einem Stock bedroht wird und von derselben Person dann auch angefasst wird. Und Stöcke lösen bislang echt ein ziemlich heftiges Verhalten bei ihm aus. Okay. Und ihr seht, das ist nicht gerichtet auf den Stock. Das ist halt nur blöde Attacke in Menschen rein. Ne? Vor lauter Frust. Ihr seht ja, der geht halt auch auf volles Risiko. Der fliegt auf die Fresse, es ist ihm egal, sofort wieder dran. Kommt das irgendwo her? Weiß man, woher sowas kommt? Nee, eben nicht, das weiß man nicht. Wir haben nur rausgefunden, weil wir hier immer ja mal mit diesen Scheißhaken, mit denen du heute Morgen auch den Zünger sauber gemacht hast, rumgelaufen sind und er hinter dem Zaun richtig böse wurde, dass ihn der Stock ganz besonders auslöst. Ne? Ist das ein Moment, wo ihr auch sagt, dass man sowas, also dass sie sowas unterbrecht als Training, weil er sich selber verletzen könnte? Oder sagt ihr, das muss er lernen? Ganz, um das mal klarzustellen, das hier ist kein Training. Ne? Das hier ist, wäre nur eine Analyse, die wir betreiben. Also mal die Situation herstellen, auslösen lassen, gucken, wie ist es mit Stock, wie ist es ohne Stock, was macht er, was zeigt er. So würden wir niemals trainieren. Wie lange glaubst du, dauert das jetzt noch, bis er diesen Wesenstest schafft oder bis er generell in der Lage ist, vielleicht da ein bisschen also, umzugehen? Der Wesenstest wäre wahrscheinlich eine Sache von, sagen wir jetzt, noch einem halben Jahr. Den Hund aber vermittelbar zu kriegen, da reden wir bestimmt noch von 1 bis 2 Jahren. Wie oft kommt das vor, dass ihr Hunde habt, die jetzt, also bei ihm weiß man es nicht, aber wenn ihr Hunde habt, wo ihr sagt, so, das ist ganz klar, da war irgendein Mensch richtig scheiße zu dem Hund und deswegen ist er so geworden? Die meisten Leute gehen ja davon aus, der Hund wurde schwer misshandelt, ist deswegen so böse geworden. Ne? Also von den Hunden haben wir tatsächlich einen hier. Die anderen Hunde, die hier landen, muss ich ganz klar sagen, die waren sicher bei Leuten, die es gut gemeint haben, aber halt eben irgendwie schlecht gemacht haben. Sprich, die haben sich zwar um ein Training gekümmert, also den Hund vielleicht mit Leckerchen zum Sitz und Platz erzogen, haben sich aber nicht um die soziale
Intelligenz von ihrem Hund gekümmert und haben den halt so ein bisschen verrotten lassen. Ne? Okay. Also haben quasi viele Ausreden gefunden mit, ja, das macht er manchmal oder das kenne ich von ihm oder er kann halt nicht alleine bleiben und haben sich nie weiter darum gekümmert, dem Hund da vielleicht auch mal die Sorge zu nehmen, sondern dem Motto, du kannst hier bleiben, ich komme wieder. Ne? Was bei dem Hund natürlich zu enormem Stress und Frust geführt hat und dann kam es zu Beißvorfällen oder der Hund ist dann gekippt in eine Richtung, wo sie gesagt haben, oh nee, das will ich nicht mehr tragen. Was sagst du denn zu sowas wie dem Hundeführerschein für Halter, dass man das zwingend machen muss? Der Hundeführerschein ist meiner Meinung nach noch nicht so ausgereift. Ne? Also da müssten verschiedene andere Dinge abgeklärt werden. Und ich finde, was halt bei allem so ein bisschen fehlt, ist die Frage, warum braucht man den Hund? Und muss Frau Schmidt-Müller in Hamburg im 10. Stock einen Rottweiler haben? Was sagt ihr zu dem Thema? Glaubt ihr, ein Hundeführerschein, sowas ist sinnvoll? Habt ihr selber Hunde? Schreibt das mal in die Kommentare. I don't trust nobody, not my lovers, not my friends. Es kommt jetzt hier ein anderer Hund und es wurde gerade gesagt, dass zur Vorsichtshalber schon mal Verbandszeug vorbereitet wird und das ist wohl kein Witz. Wenn er was zu fassen kriegt, dann das Finger ab. Das ist kein Witz. Okay. Dieser kleine Hund beißt Sehnen durch, wurde mir gesagt. Ja, der beißt die richtig fest in der Hand und dann ist ein Problem. Du siehst so süß aus. Hey, geh nicht an meine Füße. Wenn man jetzt sowas machen würde, würde das passieren. Also ich möchte jetzt zum Beispiel, dass er zu mir kommt als nächsten Schritt und eben gar nicht mehr über das Futter nachdenkt und dafür wird er natürlich dann auch wieder bestätigt. Super, machst du das, mach mal Sitz. Aber nachdem ich jetzt gerade gesehen habe, wie er da in diesen Holzstuhl reingebissen hat und auch wie schnell, da hätte ich jetzt schon Respekt, ihm die Hand hinzuhalten. Also es braucht ja von deiner Seite eine Menge Vertrauen, dafür oder? Dafür muss man Hunde halt auch lesen können. Nein, nein. Ich habe ihm jetzt die Leine übertrieben gezeigt, ne? Und sagt er schon, nee, danke, und fährt wieder sein Schema mit dem Stuhl. Stopp, stopp. Ne? Das ist so eine Scheinattacke, die er dann gerne mal fährt. Nein, bleib. Nein, wir beißen nicht in Füße. Komm mal raus aus deiner Schockstarre. Super, schon geschafft. Kommt auch vor, dass du schon gebissen wirst. Ja, ich wurde natürlich schon mal gebissen. Den Hund kann ich euch gerne auch zeigen, der wohnt noch hier. Das war eine Bulldogge, die hat mich ins Gesicht gebissen. Es war die Situation, draußen haben sich zwei Hunde geprügelt und in dem Moment, wo der eine Hund mich quasi erkannt hat und abgehauen ist und ich den anderen noch so ein bisschen von mir abhalten musste, also quasi die Deckung aufgemacht habe, ist er frontal ins Gesicht gesprungen und hat so gebissen. Hast du noch Bilder von damals, wie das aussah? Ja, also eins habe ich tatsächlich noch in der Handy Galerie. Ja, das ist schon relativ. Denkst du auch, jetzt ist vorbei? Oder ich meine, er ist jetzt wirklich voll ins Gesicht. Das ist wie ein Dachdecker, der damit rechnet, vom Dach zu fliegen, oder ein Hufschmied, der weiß, dass er getreten wird vom Pferd. Ne? Ist es hier halt so, dass wir damit rechnen, dass wir gebissen werden können. So, das ist Otto. Das ist Otto. Der mich damals ins Gesicht gebissen hat. Also ich muss sagen, der gehört ja schon wirklich eine krasse Liebe und Leidenschaft für Hunde und für dieses Leben irgendwie. Ja, Liebe würde ich es nicht nennen, aber Verständnis vielleicht. Verständnis. Ne? Ihr habt es überlebt. Ich bin stolz auf euch. Habt ihr wirklich gut gemacht? Ich war doch alle super lieb. Also ja. keiner wollte mir in meine Sehnen beißen. Ja, den eilt auch ihr Ruf voraus, muss man sagen. So schlimm sitzt ja. Er nicht. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Mach's gut. Tschüss, nobody. Darf ich dich anfassen? Ja, so nicht, aber... Okay. In der letzten Sekunde noch den Finger verloren. Denkt dran, Follow Me Report zu abonnieren. Viele der Hunde hier kommen aus Tierheimen. Hanna hat sich das größte Tier in Europas mal angeguckt. Das findet ihr hier. Und bei Y-Kollektiv gibt es eine spannende Reportage zum Thema Handel mit exotischen Tieren.